Ja, Leute, und willkommen zurück bei The Walking Dead. Oh, Clem ist weg. Clementine? Mit dem Walkie-Talkie. Ich hätte es mir fast denken können. Sie will natürlich ihre Eltern finden. Oh Gott, gar nicht gut. Gar nicht gut. Clementine? Clementine! Oh, nein! Clem! Beweg dich doch mal schneller, Lee. Wo ist eigentlich der Rest von unserem Trupp? Ja, die sucht natürlich ihre Eltern, ist doch klar. Walkie-talkie. Gar nichts. Shit. Und da kommt ein Zombie raus. Wart ab. Ui, what the fuck? Ich wusste es, aber trotzdem erschrocken. Holy shit. Oh man. Clem, wo bist du? What the fuck? Nein. No. 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 Fuck. Lee? Lee? You out here? Lee. Und die gehen. Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Zeigen, verstecken. Zeigen. She's not in her room. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's mine. Oh my god. No way. No. No fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance she just wandered off on her own? Then who the hell took her? I don't know. Last night, Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Nah, ich weiß nicht, ob es war. I have to find her. Okay. What do you need from us? Ich brauche Hilfe. We may not have much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We're all responsible for Clementine. And in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help. All of our help. Damn right. We can't let you do this alone. Sehr gut. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Hell yeah. What are we waiting for? Thanks, you guys. I appreciate it. Oh man. Really. Sehr schön. Zusammenhalt, das ist es. Macht natürlich nicht mit. Lee, man. You know I care about Clementine. Ja, wenn's so schon anfängt. I am a Christian man. And I keep asking myself, if this was me asking you for help, asking you to put your life on the line, would you be there for me? Because there have been plenty of times. So entscheidet sich das. Kenny, you know what Clementine means to me. She's my family now. She's all I got. In the end, family's all that matters. And you were there for Katja and Duck when it mattered most, I guess. All right, I'm in. Yeah, well, what about you, Ben? Now hold on a damn minute. I'm not going if this little shitbird is, too. Lee, you want to bring Clementine back alive, you'll leave him behind. He fucks up everything nope. He touches. Deal with it, Kenny. Ja. Oh Gott, ich hab mich eben fast falsch entschieden. Alle zusammen. Oder ich gehe allein. Whatever you think is best. Clementine's one of the few good things left in this world. She stood up for you and Crawford when Kenny wanted you gone. Don't you think you owe it to her to stand up for her now? You're right. I owe her. I want to do this for Clem, but I want
want to do it for Kenny, too. I gotta make it right with him. Somehow, I gotta make it right. Okay, guys, we should go find Vernon, see if he took her. Let's head out. What about the boat? We just gonna leave it unguarded? If someone was gonna take it, they'd have done it already. Besides, what choice do we have? Ja, da ging's aber nicht, das Boot. Das war die andere Sache. Damals fehlte noch Sprit, eine Batterie. Aber wir sind alle zusammen. Aber ich glaube nicht, dass Burnham das war. Und die sind ausgeflogen, ne? Oh, ich hab Angst, Leute. Ich hab grad Angst, was ich hinter dieser Tür befinden mag. Wir werden es erfahren. Alle weg. What the fuck? Jetzt haben wir nicht die Klauen unser Boot. Where the hell are they? Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Die sind nicht mehr hier. Die sind nicht mehr hier. Scheiße. Wo ist Clem? Gott verdammt, wo ist Clem? Er hat da was mit Zug gesagt. Der ist zum Zug. Er hat auch im Kirchturm das letzte Mal gesagt, seid ihr mit dem Zug in die Stadt gekommen. Oh my fucking God. Oh my fucking God. Clementine, are you alright? Where are you? Vernon, you son of a bitch. Das ist nicht Vernon. Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your... Ist der Anführer von den Crawfords. Clementine's fine. Leuten da, oder? How are you? I choose my next words very carefully. Was willst du von mir? What? Fuck! Cliffhanger des Grauens, Leute. Oh Mann. Ja, diesmal habe ich mich, der Masse angeschlossen und eigentlich alles so entschieden, wie es die Masse gemacht hat und wie sich auch andere Spieler entschieden haben. Liebe Leute, krasses Ende. Wir müssen Clem finden. Ich werde irgendwann zum Zombie werden, das steht ziemlich sicher fest, gehe ich einfach mal von aus, nachdem ich ja gebissen wurde in dieser Folge. Und ich will wissen, wer sich hinter dieser mysteriösen Stimme verbirgt, die mich die ganze Zeit am Walkie-Talkie anfunkt. Und bis wir Episode 5 endlich spielen, würde ich sagen, schauen wir uns nochmal kurz an, lassen uns nochmal anteasern, was denn in Episode 5 alles abgeht und passiert. Und ich sage jetzt schon mal bye bye, danke fürs Zuschauen und bis dahin. Euer Darkson, haut rein. Oh, da gibt's noch was Neues, wer mitkommt. Okay. Da gehöre ich auch zur der Breite. Nee, guck mal, da gehen viele mit Kenny alleine. Okay, Leute, dann gucken wir jetzt mal, was in Episode 5 abgeht. Bis dahin, wir mal viel Spaß am Zocken, Leute. Haut rein, bye bye.